Ellen, ich will Sie am Freitagabend um die Zeit nicht traurig machen, aber Sie können die Frage dann auch abwehren. Aber ich weiß, dass Sie unglaublich getrauert haben, als Carlino gestorben ist. Sie haben sich ein Jahr Trauerzeit genommen. Und Sie haben den Hund, die Überreste, die Sterblichen, verbrennen lassen. Und es heißt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie die Asche verrührt haben mit der Farbe, mit dem sich ein Tattoo gemacht haben. Ja. Stimmt das? Mhm, das stimmt. Das ist, wir haben uns erkundigt, das ist legal in Deutschland. Wir haben hier einen Herrn Grönemeyer sitzt. Ich glaube, mit Oma und Opa kann man das nicht machen. Doch, ja. Keith Richards hat es ja auch. Also so. Wirklich? Geht es ja, auch mit hat Menschen? Seine Asche geschrumpft. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Also ich hoffe nicht. Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Nein. 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 Und wenn Sie erlauben, zeigen wir dieses Tattoo auch, weil es ist ein besonders schönes. Schauen Sie mal. Wow. Das ist Ihr Rücken. Das ist der Rücken, ja. In welcher Farbe ist jetzt die Asche? Tatsächlich in dem Tattoo des Hundes. Also wirklich nur in dem Braun und in dem Schwarz. Und für mich war ja spannend, ich habe immer gedacht, Asche ist grau. Also wenn man so eine Hundeasche bekommt, die irgendwie wäre die grau. Und das sieht eher aus wie vom Katzenklo, das Granulat. Also so. Helge, Helge, war abgelenkt. Und, ich habe schon gehört, die Werbung habe ich schon gehört. Und das habe ich dann tatsächlich so ein bisschen im Thermomix pulverisiert. Und habe dann im Thermomix? Ja, und dann habe ich das Pulver das dann ist, Judith hört leider nicht zu, aber das ist mindestens interessant, weißt du, Katzenklo. Diese Asche ist im Thermomix. Das hat was mit eurem Thema zu tun. Nein. Weil Helge gerade zu mir sagte, Judith, ich könnte dir ein Foto von mir geben. Und dann könntest du, wenn ich ablebe, deinen ganzen Rücken mit mir. Sorry. Entschuldigung. Judith ist wirklich was entgangen, weil Judith ist so ein großer Fan von Thermomix. Oh. Sie sagt, man kann mit ihr alles. Thermomix. Sie haben das im Thermomix? Ja, Thermomix. Ja, sie hat das noch ein bisschen durch den Thermomix bitte gejagt. Immer skurriler. Oder eine andere Küchenmaschine. Aber ich sehe, dass du recht hast, mit dem Thermomix kann man wirklich alles machen. Ja. Jetzt müssen wir noch ganz schnell ganz viele andere Gerätehersteller nennen. Mir fällt aber leider keiner ein. Ich habe aber damit schon eins genannt und wir sind jetzt AEG, sagt Helge. Kampferprobt. Helen, ich wünsche, Philips, dass Ihr Hund, den Sie dabei haben, ein langes und noch glückliches Leben, auch wenn er die ersten Alterserscheinungen zeigt, mit denen Sie aber unglaublich geduldig umgehen. Aber sollte dieser Tag irgendwann eintreten, ist da noch Platz für die Asche von Camo? In einem Tattoo? Ja. Na, das mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Irgendwann ist ja auch Schluss, da war ja auch genug, ist ja auch kein Platz mehr.